Hey, ja, meine Lieben. Dienstagmittag, gestern sind wir nicht dazugekommen, war das Wetter auch nicht so schön. Und ja, ich bin hier schon wieder im Gärtchen. Naja, Gleitzeit, muss ich wieder reinarbeiten. Egal, damit sich das auch lohnt, muss ich heute ein bisschen was fertig bringen. Heutige Motto ist Tomatenhäuschen. Zumindest das Gestell. Da will ich heute mal so richtig Gas geben und gucken, wie weit ich komme. Ja, schauen wir mal. Shoppingtour gerade noch gewesen. Die dauern immer. Egal. Was habe ich mir noch geholt? Packung Spaß. Eine kleine Dose Schaum. Da hinten muss ich an der Wand noch was ausschäumen. Dann die Schrauben, dass ich die Füße unten festschrauben kann. Auch schon, wenn ich reinklopfe in die Erde. Also dann fliegt mir ja alles immer davon. Und natürlich, Moment, und ich habe die neue, die große Cam dabei. Jetzt passt mal auf, wenn ich die Cam drehe, wie der Ton bleibt. Na, taugt der Ton was? Na nun. Nee, passt. Ja, sollte passen. Da muss die Brille aufsitzen. Ja, 2 Meter Latten. 10 Stück. Was ich nicht brauche, hebe ich auf. 4 Latten, 2,5 Meter. Die werden wahrscheinlich nicht einmal abgesägt. Und da hinten habe ich ja die anderen Latten. Da muss ich jetzt bloß gucken, ob die alle gleich dick sind, die langen. Weil dann nehme ich die gleich für hinten hin. Aber das seht ihr nachher alles. Was ich jetzt allerdings zu allererst mache, ich werde das Ding hier hinhalten, anzeichnen, bohren und dann schnell festspaxen. Weil dann habe ich auf alle Fälle die Böcke zur Verfügung. Soweit geht es jetzt einmal mit der Farbe. Lasse ich momentan gut sein. Irgendwann brauche ich noch ein Quellband zum drunter kleben. Das ist dann ja ziemlich hundertprozentig passt wie die andere Umrandung, weil die haben ja alle unten noch Verband drin. Aber ich war da jetzt ehrlich gesagt zu geizig, für so eine blöde Rolle 20 Euro zu zahlen, wo ich bloß 1,5 Meter brauche oder so. Das habe ich jetzt nicht eingesehen. Gut, ich spack's das Ding schnell hin, das zeige ich euch natürlich nachher. Und dann fange ich an, Latten zu sägen. 1, 2, wie viel habe ich da? 1, 2, 3, 4. 4 plus 4, 2 mal 4 sind 8. Dann muss ich 8 Latten auf jeweils 80 cm sägen. Mache ich einfach elektrisch. Ha. Die Latten zugesägt. Das liegt alles bereit. Spacks muss ich noch rausholen. Hier habe ich schon mal zurechtgesägt. Ich muss mir jetzt überlegen, wie hoch hinten und wie hoch vorne das ganze Ding erst einmal werden soll. Dann werde ich mir das anzeichnen. Und dann fange ich nämlich mal vorsichtig das Zusammenspaxen an. Ja. Weil oben wird es ja dann sowieso definitiv noch schräg gekappt. Aber erst wenn das Ding komplett steht. Ja, deswegen muss ich jetzt hier irgendwie ein Maß finden, wie ich das ganze Zeug ja, zusammenbaue. Weil bis jetzt existiert es nur hier oben. Mhm. Was mich heute allerdings nicht so freut, ist, dass am Holzschuppen ein leichter Wassereinbruch ist. Und zwar da, wo der Übergang ist von dem alten Dach zu den neuen Dach, zu den neuen Dachplatten, wo ich drauf gemacht habe. Da muss ich mir noch was überlegen. Da mache ich noch mal irgendwie eine Lage drüber und dann ist gut.
hoffe ich doch zumindest. Irgendwas mache ich da noch. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, gut. Ist bloß ein bisschen feucht am Boden. Man sieht halt, wo es reingetröpfelt hat. Naja, jetzt werde ich mir erstmal anzeichnen und dann ja, die ersten Latten spaxen. So Leute, ob ich jetzt auf dem Millimeter exakt angezeichnet habe, ja, das wage ich zu bezweifeln. Naja, aber im Groben und Ganzen soll es nachher passen. Und ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich erst die Querlatten rein mache oder die hinteren. Also von hier nach hier sollen es auf alle Fälle 2,30 Meter werden. Ja, ob ich jetzt die zuerst rein mache oder die anderen. Boah. Oder die Querlatten. Naja, lassen wir uns überraschen, wo ich anfange. Ich weiß es noch nicht. Alles nicht so einfach, wenn man das Zeug alleine macht hier. Naja, geht schon irgendwie. Ich dachte eigentlich, ich hätte einen Winkel hier, aber ich finde ihn nicht. Naja, da muss halt das Ding herhalten. Ja, und ich bohre die Latten alle vor. Tue sie genau auf Anschlag. Weil die anderen, wenn sie dann hier quer hinkommen, sollen dann nämlich auch hier bis Anschlag gehen. Jetzt muss ich bloß gucken, ob ich jetzt auch das Richtige erwischt habe. Ach nee, genau verkehrt rum. Die Latte gehört dann über und das Ding gehört daher. Ah, Mann! Mit dem Teil klappt es ein bisschen besser. Wir haben auch noch zur Dürrenprobe das Brett hingehalten, hier hinten dann den Anschlagbrett. Naja. Ja. Vier Schrauben, damit es auch wirklich richtig schön stabil wird. Die Einschlaghülsen gehen nachher bis hierher. Ja. Auf ans nächste Ende. Jo, die erste Latte ist fest. Deswegen war es mir ja auch so wichtig, dass ich die alle auf gleiche Länge säge, dass ich die wirklich hier sauber anlegen kann. Und dann hoffe ich, dass das alles halbwegs gerade wird. Eins, zwei, drei noch. Also schauen wir weiter. Da mache ich vielleicht schon die senkrechten hier hin. Schauen wir mal. Warum eigentlich so umständlich? Oh. Einfach nur mit dem Ding geht es so viel einfacher. Mhm. Jo, das Ding ist komplett zusammen. Leer. Gut, dass ich noch eine Schachtel mitgenommen habe. Hier die Querdinger habe ich alle jetzt schon mal die Schraubenlöcher angezeichnet. Werde ich nachher hier gleich vorbohren und festschrauben. Aber halt, Moment mal. Ich könnte auf der anderen Seite auch gleich mit vorbohren. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Ja, das mache ich auch. Also umdrehen, andere Seite anzeichnen, auch vorbohren. Also nur noch mal fürs Verständnis. Das ist jetzt die Rückseite. Und so kommen dann, also so wie die Pfosten sind, kommen dann so durchsichtige Welldinger, so wie der Müll da hinten, der da liegt, nur neu kommt dann da drüber, jawohl. Und an denen Latten wird es eben verschraubt. Hier habe ich jetzt die Spacks drin und das spacke ich jetzt alles hier seitlich hin. Hier richte ich jetzt bloß noch so halbwegs augenscheinlich aus und fertig. Ich bin ja echt gespannt, wie schief das Ding nachher wird. Das Tomatenhäuschen. Aber ich bin da dabei. Ja, guck mal. Also die Dinger sind jetzt alle dran. Da hinten fehlt schon ein Pfosten. Weil der liegt schon hier unten. Das ist schon das erste Mal vorne gespackst. Jetzt noch die anderen.
Und dann mache ich genau dasselbe Spiel auf der drüberigen Seite. Dann hoffe ich doch, dass ich das Ding irgendwie halbwegs gerade hingebracht habe. Ja. Man wird sehen. Oh Mann, hey. Aber ein Riesenkasten wird das schon irgendwie. Also rein optisch sieht es ja jetzt gerade so verkehrt aus. Aber jetzt muss ich die Spieße hinbringen. Festschrauben. Vorläufig, die kommen ja dann wieder weg, beziehungsweise werden reingerammt und dann kann ich das Ding wieder losschrauben. Und auf der anderen Seite provisorisch auf 2,30 Meter Abstand die 250er Latten hinspaxen. Ja, weil die brauche ich ja dann fürs Dach. Let's go! Ach du Schande! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Und die sollten natürlich auch noch. Naja, das wird gehen. So, und Löcher bohren, Schrauben, nein, gutes. Das geht, das geht. Da habe ich jetzt keine Panik davor. Das habe ich schon gesehen, dass das geht. Man merkt, es wird später, die Fehler schleichen sich ein, aber der Fehler ist auch blöd. Tja, wenn man hier die Latten strich immer hier und unten strich immer vorne, scheiße, kann ich unten nochmal wegschrauben, Bike ein bisschen runter und neu verschrauben. Ach Menno, ach. Leichtsinnsfehler. Das sieht zwar nicht immer nach viel aus, ist aber trotzdem verdammt viel Arbeit. Und ja, ich habe mich hier eingebaut. Und da komme ich nicht mehr raus. Und da komme ich auch nicht mehr raus. Ja, dann wird es mal Zeit, das Ding aufzustellen. Und noch die vorderen Schutzstreben rein, dass das im Maß bleibt, wenn man das in die Erde reinrammt. Also um das in die Erde zu rammen, brauche ich definitiv eine Leiter. Muss ich die Leiter aufstellen. Leco mio Fanny. Aber es sieht schon imposant aus irgendwie. Ja, jetzt mache ich noch schnell hier vorne Stützen rein, dass das auch auf Maß bleibt vom Abstand her. Und dann würde ich mal sagen, bin ich für heute eigentlich schon fast fertig. Naja, schauen wir mal. So, Lille, vorne rum auch jetzt noch gesichert, wegen Abstand. Und jetzt kann ich das Ding hier rüber buxieren. Ja gut, da werde ich noch schnell ein bisschen abgraben, dass das halbwegs schon mal gerade ist. Rüberboxieren, hinstellen, einklopfen. Tja, und jetzt steht es genau verkehrt rum. Ach, Scheiße. Wenn man es mal halbwegs ausbalancieren könnte. Boah, ich dreh durch. Ich krieg die Krise.
Pause! Pause! Lecco Fanny Mio, dass das heftig wird, die Hülsen reinzuklopfen, war mir ja klar. Deswegen habe ich es ja auch so gemacht, dass ich oben dann noch Wichserschräge das obere Stück wegschneiden kann. Ja, dass das oben verschlagen wird, war mir dermaßen was von klar. Aber dass es so heftig ist, die neu zu klopfen. Naja, vielleicht wenn ich sie einzeln neu geklopft hätte, ohne das Gestell, wäre es vielleicht einfacher gewesen. Aber so passen sie halt dann. Naja, schaut es euch an. Also ich bin jetzt schon ein ganzes Stück runtergekommen. Wenn die unten auf dem Boden aufsitzt, richtig dann auch, nach der Hülse dann die anderen aus. Also dass das alles schön gerade ist. Ja, und für die, wo sich immer noch nicht ganz vorstellen können, die Spitzen hier werden schräg abgeschnitten. Und dann kommt hier ein Schrägdach auch noch drüber. Schön schräg. Und das ganze Dach wird dann ein Stück weiter nach vorne geführt. Deswegen ist es hier auch wesentlich höher, dass man hier noch sauber durchlaufen kann. Ja. Und wie gesagt, dann kommt da Welldingster-Dach drauf. Die Seiten werden mit Welle zugemacht. Hinten werde ich wahrscheinlich nicht einmal bis ganz runter gehen. Ja, und drüben die Seite. Und hier vorne, sagte ich ja schon, die Latten kommen wieder raus. Das ist mein Dach. Die sind bloß provisorisch drin. Eigentlich habe ich mir ja gedacht, gewünscht, dass ich mehr schaffe heute, aber ich bin zufrieden. Ich bin trotzdem definitiv vollends zufrieden. Na, morgen geht es definitiv auch weiter. Weil das muss das Wetter auch halbwegs mitspielen. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, so sieht es vorerst aus. Jetzt muss natürlich noch, wie gesagt, oben abgeschnitten werden schräg, dass dann die Schutzkonstruktion drauf kann, dass dann die 2,5 Meter Latten, 4 Stück, hier drüber kommen. Hinten ja, lassen wir es wahrscheinlich so weit rausstehen, das reicht. Ja, und vorne ein Stück weiter. Und ja, aber wie gesagt, ach so, da ist das Brett, das ist erst einmal dran. Man sieht, ob da. Da ist noch ein bisschen Abstand, weil eben noch diese Klebe-Schaumgummi-Quellband keins drunter ist. Naja, aber sieht schon ein bisschen besser aus. Wie jedes Mal, wenn irgendwas hier gemacht wird. Stück für Stück. Ach, geil. Ja, warum wird das Gewächshaus, das Tomatenhäuschen oder der Tomatenunterstand, eigentlich ist es ja nur ein Unterstand, es hat ja keine Front, ist ja offen, erst nächstes Jahr fertig. Na, ganz einfach, das Weltzeugsel kostet auch einen Haufen Geld, und warum sollte ich das den Winter aussetzen, wenn ich das im Frühjahr hinmachen kann. Das ganze Gestell kann ich ja rausnehmen und dann kann ich es auch von hinten festschrauben. Das ist erst einmal der Plan. Also da geht's jetzt noch eine Runde weiter. Eben die Dachkonstruktion drauf, dass die steht. Und dann wird das ganze Ding erst einmal noch gestrichen. Kriegt auch Farbe, definitiv. Ja, ich habe mir eigentlich gewünscht, ich kann heute die Hütte weiter streichen, aber ist nicht. Leute, wenn's Video gefallen hat von dem Anfang vom Tomatenunterstand bauen, dann ein Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo,
Habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt, dass unser Abo freuen wird, aber wird tatsächlich. Ja, und ich sage mal, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.